Diese vier Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als ein Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem? Dabei steht ihnen ein Mann gnadenlos im Weg. Der Jäger. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere vier mutigen Menschen heute Abend, die sagen, ja, wir können einen Jäger besiegen. Warum sind Sie dieser Meinung? Wir fragen Sie direkt selbst. Hallo Jäger, mein Name ist Christian Hill und ich habe extra eine Jägertorte nach historischem Rezept gebacken. Und du bist eingeladen, aber erst, wenn wir gewonnen haben. Mein Name ist Irene Betze. In Wien sagen wir, gehst mal am Arsch, gehst auf die Knie haben. Mein Name ist Silvi Katterfeld. Beim Tischtennis reichen mir 11 Punkte für den Satzgewinn. Aber beim Ping-Pong mit dir reichen mir schon 6. Mein Name ist Nikolas Fanselow. Und da mein Hobby der Sport ist, werde ich heute für dich die Hürden aufstellen. Das ist unsere Mannschaft des heutigen Abends. Jedes einzelne Mitglied wird gleich erstmal zu mir kommen und in einer Schnellraterunde möglichst viel Geld schon mal für die Teamkasse einsammeln, um dann mit diesem Geld in ein Duell gegen den Jäger zu gehen. Wer gewinnt, geht automatisch durch ins Finale. Wer das Duell verliert, fliegt raus. Beginnen wird Christian heute Abend. Geht nicht bei ihm, ist nicht in der DNA, ne? Tschüss, meine Liebe. Schöne Grüße an Finn. Ja. Und du hast klasse gespielt. 30 bis darunter ist gut. Kurz davor, ja. Vielen Dank. Nikolas, komm, wir brauchen Geld. Der gelbe Christian sitzt ganz alleine da hinten. Nikolas, ich baue auf dich. Guten Abend, nochmal offiziell. Grüß dich. Wärst du bislang durchgekommen durch die Runden? Nee, also das Vogelnest hätte ich gewusst, aber den Rest hätte ich, glaube ich, auch. Heißt, du wärst gar nicht bis zum Vogelnest gekommen eben. Wahrscheinlich, ja. Gut, wir konzentrieren uns erstmal auf deine Runde und deine Zeit startet jetzt. Eins der berühmtesten Theaterstücke Shakespeares heißt Romeo und? Julia. Welcher Jörg ist deutscher Rekordnationalspieler im Tischtennis? Keine Ahnung. Roskopf, wie nennt man allgemein das Kontrollgremium, das die Geschäftsführung einer deutschen Aktiengesellschaft überwacht? Weiter. Aufsichtsrat, wie heißt die bevölkerungsreichste Stadt Thüringens? Jena. Erfurt, in welchem heiligen Buch findet man den Titusbrief des Apostels Paulus? Bibel. In der Bibel, genau. Wie nennt man das ausklappbare Faltbild in der Mitte eines Playboy-Magazins? Poster. Centerfold, in welchem Land liegt das US-Gefangenenlager Guantanamo Bay? New Mexico. Kuba. Wer spielte die Hauptrolle im Roman Polanski-Film Der Pianist? Keine Ahnung. Brody. Welcher Name eines technischen Geräts ist ein Kurzwort aus Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation? Keine Ahnung. Laser. Mit wem spielte Felix Jähn den offiziellen ARD-Song Jeder für jeden zur Fußball-EM 2016 ein? Mark Forster? Nee, Grönemeyer. Welche Silbe findet man in der Saison 2016-17 in 12 Fußballclub-Namen der türkischen Super League? Ü. Spor. Welcher bayerische See ist der drittgrößte Deutschlands? Chiemsee. Ja, aber es war, glaube ich, zu spät. 1000 Euro, die könnten wir drauf und dann könntet ihr um euren Anteil spielen. Naja, gut. Aber ist halt so, ne? Oma ist jetzt sauer auf mich. Warum? Oma hat gesagt, 3000, das brauchst du nicht wiederkommen. Oh, das finde ich auch ein bisschen hart von Oma. Nein, aber Oma meinte, mit 3000 muss man schon hier bestehen. Oma, wie wäre es denn, wenn er jetzt zockt und dann kommt er mit deutlich mehr als 3000? Aber ich denke mal, wenn du sie lieb grüßt, dann ist sie froh, weil sie liegt gerade im Krankenhaus und die hatte ich so gern. Sag mir, wie sie heißt nochmal. Die Christel. Die Christel. Liebe Christel, gute Besserung, nicht nur von mir, sondern von uns allen. Wir klatschen für sie und ich hoffe, Sie sind trotzdem ein bisschen stolz auf ihn. Mal sehen, was er jetzt macht. Ne? Hier kommt erstmal der Jäger, der grüßt Sie auch gleich nochmal. Herr Weidenberger, Nikolas ist da. Schönen guten Abend. Und Servus. Ich muss ehrlich sagen, ich bin unzufrieden mit Ihnen, Herr Weidenberger, denn das ist ein das sind Sie immer. Ja, aber heute Neues. Noch mehr denn je. Es ist ein besonderer Abend heute. Wir spielen für Christians Freundin, wir spielen für Irene, wir spielen jetzt für Silvi und für ihren Sohn und wir spielen für Super. Oma Christel und da liegen 1000 Euro. Ja. Ja. Gut, also dann muss ich Ihnen ja gute Angebote machen, damit ja, noch ein bisschen genau, was dazu kommt. Erstmal die 1000 dahin, ne? Wenn Sie eine Stufe nach unten gehen wollen, muss ich ein bisschen leider was abziehen. Minus 1000 Euro. Das heißt, dann spielen die um die Ehre? Oder ja, wie? Das ist doch immerhin schon etwas, so kann man sich auch rechnen. Nee, jetzt mal durchgespielt, wenn er das nimmt, was er natürlich nicht tut, dann wären wir bei null und dann... Sie kennen doch mein Schlossangebot gar nicht. Nein. Ja, ja also dann los. Sie quatschen mich schon voll mit völlig Sie machen beim Zuhören schon Fehler, das ist das Problem. Ja. Mit unzureichender Information. Ich gebe Ihnen oben 100.000 Euro. So.
Ja, das kannst du ja nicht ablehnen, ja, oder? Ja, das nützt ja nichts. Also minus 1000, ne? Auch wenn es imposant so ist, wer da oben sitzt, aber ich nehme die 100. Also ich versuche die 100.000 zu nehmen. Früher, wenn wir Fußballspiele hatten, ja, gegen die Größeren und wir dachten, wir haben keine Chance, ne, imposant, dann hat der Trainer immer gesagt, der geht genauso auf Klo wie du. Ne? So, ja. Ich dachte, mein Trainer hat immer gesagt, umgrätschen. Das ist noch besser, die Jagd beginnt. Es geht um 100.000 Euro, hier kommt die erste Frage. 18 Jahre nach seinem Debüt Generation X erschien Douglas Couplans Roman Generation A, A, B, B, C, C. Das hier ist von Y. So, mit X hat er... Keine Ahnung. Was hast du genommen? A geraten. Generation A. Ist das die richtige Antwort? Machen wir den ersten Schritt um 100.000. Ja. Geraten hat Herr Weidenberger. Was hat er geraten? Kotzt gleich. Zweite Frage kommt. Sind Sie gar nicht auf meiner Seite? Nein. Welches dieser Haustiere hat die meisten bleibenden Zähne? A. Katze, B. Hund, C. Hamster. Ich muss lachen über die Frage, ob ich auf seiner Seite bin. Also. Was hast du genommen? Katze, Hund habe ich selber, Hamster hatte ich mal und Katze, glaube ich, hat mehr Zähne. Ist Katze richtig? Hund. Hund hast du selber, ne? Ja. Was sagt der Jäger? Okay. Also nicht gewusst, also auch so halb geraten. Aber ich wusste, dass ein Hund ziemlich viele Zähne hat. Aber ja, aber die meisten bleibenden. So, jetzt ist es, ne? Nur jetzt noch rot kuschelig. Und blau. Es ist sehr kuschelig. Aber es ist alles davon abhängig, was du tust. Wenn du jetzt richtig antwortest, spielen wir sicher weiter. Was kann man auf jeder Euro-Banknote finden? A. Zeus, B. Französisch Guayana oder C. den Euro-Tower? Was hast du genommen? B. Das habe ich mal irgendwie gehört, weil es ja zu Frankreich, glaube ich, gehört und deswegen ist es auch immer mit drauf. Kann mich auch täuschen. Okay, ich hoffe sehr auf B. Oh, das ist stark. Weil dann war C natürlich die Falle. Wo man nicht weiß, wo man hier wohin denken soll. Was sagt der Jäger? Oh. Oma Christel, haben Sie das gesehen? Nächste Frage kommt. Wir haben wieder einen Patzer dazu gewonnen. Sehr gut. Wofür steht die Endung BMP bei Grafikdateien? A. Bitmap, B. Bumper oder C, Byte Masterpiece? Keine Ahnung, was hast du genommen? Bitmap. Was ist die richtige Antwort? Wir brauchen Bitmap. Du bist so gut. 100.000 Euro in der genau richtigen Dosierung hier nach unten. Wir haben sogar einen Patzer frei. Was sagt der Jäger? Okay. Und hier kommt direkt die nächste Frage. Den Spruch, machet Otze, prägte ein A. Zirkusdirektor, B. Fußballtrainer oder C. Erotikregisseur? Mach keinen Mist. Also C passt ja eher zu RTL, A glaube ich nicht und deswegen denke ich B. Was ist die richtige Antwort? Ja! Ich bin mal so nett, ich lasse ihm das gleich erklären. Was sagt der Jäger? Erich Rutemöller zu Frank Ordenewitz. Erich Rutemöller und Frank Ordenewitz, der sich die Karte abholte, weil er meinte, dann nicht im Pokalfinale gesperrt zu sein. Aber da haben sie ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das hat leider der Trainer im Überschwang des Sieggefühls im Interview nach dem Spiel ausgeplaudert. Da habe ich gesagt, machet Otze. So, noch zwei. Und dann wären wir bei 101.000 Euro. Wie heißt ein musikalisches Projekt, das von zwei Erfurter DJs ins Leben gerufen wurde? A. Spacko, aber spitz. B. Gestört, aber geil. C. Blöd, aber bumsfidel. Grüße an meine Freundin Laura, die kommt aus Sangerhausen, wo gestört, aber geil auch herkommt.
Oh, das beruhigt mich sehr. Also B, ist das richtig? Ich grüße auch. Ich grüße alle, die daherkommen. Boah, guck mal, wo du bist mit 100.000. Ja, ist nur ein weiter Schritt. Ja, einer noch. Ja, aber trotzdem muss man erstmal schaffen. Gestört, aber geil. Ich verkneife mir jetzt jede Assoziation apropos oder irgendwas. So, Herr Weidenberger, wenn er jetzt richtig antwortet, könnten Sie möglicherweise morgen ein Gespräch beim Intendanten haben. Das wird teuer. Hier kommt die Antwort, die hoffentlich 100.000 Euro und dich ins Finale bringt. Wissen macht A, Moderatorin Sherry Reeves spielte früher in der Bundesliga was? Volleyball, Handball oder Fußball? Ich kenne sie. Drück. Oh Gott. Was hast du genommen? Ziemlich klein. Ich habe Fußball genommen. Das Volleyball und Handball wegen der Größe eher nicht. Wenn Shari Reeves früher Bundesliga-Fußballerin war, dann geht Nicolas nach Auftaktpatzer, glaube ich, ne? Mit 100.000 Euro ins Finale von Gefragt gejagt und ist dementsprechend der beste Enkel des Jahres 2017, würde ich sagen. Was ist die richtige Antwort? Ja! Komm mal her! 100.000 plus deine 1.000. Ihr teilt natürlich nachher. Finale, komm, ab. Finale bei Gefragt gejagt und was für eins. 101.000 Euro bei Nicolas, das gerade reingeladen hat da hinten. Und freigebig abgeben wird nachher. So, 2 Minuten jetzt für euch, 2 Punkte Vorsprung habt ihr. Ihr habt euch hoffentlich den Fragenumschlag ausgesucht, wo genau die Fragen sind, die ihr jetzt alle richtig beantwortet, damit ihr einen großen Vorsprung euch holt. Ich werde gar nichts auflösen, damit wir die vollen 2 Minuten auskosten. Wir blenden möglicherweise falsch gegebene Antworten ein für Sie richtig und alles Weitere finden Sie im Internet direkt nach dem Finale auch hier. Seid ihr bereit, ihr beiden? Holt euch bitte viele Punkte, eure Zeit startet jetzt. Welche Jahreszeit beginnt hierzulande meteorologisch am 1. Juni? Sommer. Wie viele gleich große Winkel hat ein gleichseitiges Dreieck? 2. Die kahle Sängerin ist ein absurdes Theaterstück von Eugène. Weiter. Welcher Staatsmann meinte, es gibt 3 treue Freunde, eine alte Ehefrau, ein alter Hund und Bargeld? Welches Sicherungsmittel ist im Falle einer PKW-Panne oder eines Unfalls auf der Straße aufzustellen? Warndreieck. In welche See mündet die Memel? Weiter. Amedeo und Elisabetta sind ein Prinzenpaar welches Landes? Weiter. Dem Latino und im Lateinischen entspricht beim alttestamentarischen Hebräisch das? Weiter. Klopp war jahrelang Trainer des BVB 09 und heißt mit Vornamen wie? Jürgen. Zu welcher Weltreligion gehören die Schiiten? Islam. Aus welchem skandinavischen Land stammt der Blauschimmelkäse Edelost? Holland. Wie heißt das Meeresgebiet des Mittelmeers, das dieses mit dem Atlantik verbindet? Weiter. Auf welchem Platz in Ostberlin demonstrierten am 4. November 89 hunderttausende Menschen? Pariser Platz. Percy Mayfield komponierte den Jazzklassiker Hit the Road. Jack. Auf welcher asiatischen Insel leben die Nasenaffen? Madagaskar. Wer gilt neben John Stuart Mill als Begründer des klassischen Utilitarismus? Weiter. Pussy Terror TV im WDR wird präsentiert Caroline von... Caroline Kebekus. Welches brasilianische Ex-Supermodel verlieh der Eröffnungsfeier von Olympia... Giselle Bündchen. Die Maxime Ora et Labora geht auf welchen Mönchsorden zurück? Dominikaner. Welcher Architekt entwarf das zwischen 1884 und 1894 errichtete Berliner Reichs... Welche Stadt ist das Finanzzentrum von Großbritannien? London. Mit welchem italienischen Popsänger war Michel Hunziker von 1998 bis 2009 verheiratet? Theodor Storm schrieb ein Gedicht über welche Stadt am grauen Strand, am grauen Meer? Husum. Welcher Wissenschaftler entwickelte Gaskampfstoffe und wurde für die Ammoniak-Synthese mit einem Nobelpreis ausgezeichnet? In welchem Land liegen die Städte Köln und Göttingen? Deutschland. Oh, Leute, den hättet ihr aber noch. Wie kommt denn so eine Frage in die Sendung? Das wäre noch ein Geschenk auf 13 dann gekommen, aber gut. Ja, vielleicht kriegen wir die 100.000, wir sind gleich zurück. Und dann fällt die Entscheidung hier.
Ja, da sind wir wieder bei Gefragt Gejagt. Die Entscheidung fällt jetzt im Finale um 100 und 1.000 Euro für Nicolas und Christian. Die haben eine 12 vorgelegt. Wir hatten alle ein bisschen auf mehr gehofft, aber das Ding spielen wir auf jeden Fall jetzt zu Ende. Zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. Herr Weidenberger, Sie sind der Jäger der Geburtsstunde von Gefragt Gejagt, dementsprechend der erfahrenste. Macht Sie trotzdem dann die Zahl ja sicher nicht, aber so eine Summe dann noch mal ein bisschen mehr kribbelig vor so einem Finale? Ja. Ja? Also, wenn es sehr unglücklich läuft, es könnte auch 12 schief gehen, aber normalerweise muss ich es natürlich schaffen. Ne? Wir spielen Ihren Fragenumschlag und wenn er patzt, setzt ihn bitte zurück. Das ist umso wichtiger natürlich, wenn die Zahl da vergleichsweise niedrig ist. Also, bleibt konzentriert. Herr Weidenberger, sind Sie bereit? Okay. Zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Es geht um 101.000 Euro. Der Jäger ist Holger Weidenberger. Er braucht 12 richtige Antworten, hat 2 Minuten und seine Zeit startet jetzt. Welche Jahreszeit beginnt hierzulande meteorologisch am 1. Dezember? Winter. Wie viele gleich große Winkel hat ein gleichschenkliges Dreieck? 2. Wie heißt der Schweizer Kabarettist Emil mit Nachnamen? Steinberger. Welcher Dichter der Aufklärung machte die Redewendung den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen populär? Aber ich glaube Wieland. Welche Farbe hat der linke Wagen auf einem deutschen Überholverbot-Verkehrsschild? Schwarz. Stopp die Uhr. Rot. Das sind die wichtigen Dinger, richtig? Der linke, der darf ja nicht. Sie fallen auf 3, brauchen 9, haben 1,36. Geht weiter? Ja. Die Zeit startet jetzt. Auf welchem Kontinent steht der 8000er K2? Asien. Wie heißt die einzige Tochter von Queen Elizabeth II? Anne. Welches mit A beginnende Fremdwort benennt einen als absolut richtig erkannten Grundsatz, der keines Beweises bedarf? Axiom. Guardiola war jahrelang Trainer des FC Bayern und heißt mit Vornamen wie? Also Josef oder Pep. Zu welcher Weltreligion gehören die Baptisten? Christentum. Von welcher französischen Insel kommt der Brun d'Amour Käse, der Halm der Liebe? Korsika. Auf welchen britischen Inseln steht das neolithische Monument Ring of Brodgar? Orkney. Wie wurden im Volksmund die Flugzeuge genannt, die 1948-49... Rosinenbomber. Mango Jerry hatte ihren größten Hit mit In the... Summertime. Boah, das ist aber eine unfassbare Runde. Also... Also, was da alles kam von Kabarettisten über die Länder, herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich in 1:10. Vielen Dank an euch. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und das war Gefragt Gejagt für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Einen guten Abend. Tschüss. Bravo. Da hat er sich